Herzlich willkommen zum Ermutiger am Beginn einer neuen Woche, am Beginn eines neuen Tages. Für Montag, den 14. Juni, ist uns folgendes Losungswort gegeben. Aus Klagelieder 3, der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt und dem Menschen, der nach ihm fragt. Hebräer 10, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Hier stehen wohl Lebenserfahrungen im Hintergrund, wo man versucht ist, das Vertrauen wegzuschmeißen, den Glauben abzugeben. Mutmacher, Ermutiger, gib nicht auf, denn es wird der Tag kommen, wo du im Rückblick Einblick bekommst in Gottes großen Plan. Deswegen habe ich das Lied ausgesucht, das eigentlich eine ganz wunderbare Auslegung schon ist, schon ein ganz starker Ermutiger für dieses Losungswort, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Das Lied, ich bin bei dir. Wenn die Sorge dich niederdrückt, wenn dein Leben dir sinnlos scheint, dann bin ich da. Ich bin bei dir, auch wenn du es nicht glauben kannst, auch wenn du es nicht fühlen kannst, ich bin dir nah. Und ich hab alles in der Hand, kenn dein Leben sehr genau. Ich weiß um alles, was du brauchst, Tag für Tag. Hab keine Angst, ich liebe dich. Du kannst meinem Wort vertrauen und du wirst sehen, wie ich dich fühl. Schritt für Schritt, hab keine Angst, wenn du nachts nicht mehr schlafen kannst, wenn du grübelst, was morgen wird, du hast doch mich. Hab keine Angst, auch wenn andere nicht zu dir stehen. Wenn du meinst, dass du wertlos bist, ich liebe dich. Und ich hab alles in der Hand, kenn dein Leben sehr genau. Ich weiß um alles, was du brauchst, Tag für Tag. Hab keine Angst, ich liebe dich. Du kannst meinem Wort vertrauen und du wirst sehen, wie ich dich führe, Schritt für Schritt. Oh, welch ein Tag, wenn dein Leben sein Ziel erreicht, wenn wir uns gegenüberstehen und du bist hier. Welch ein Tag, wenn die Trauer der Freude weicht und dann war, was verwirrend schien, der Weg zu mir. Dann wirst du staunend mit mir sehen, alles Ende und Beginn. Mir war nicht einer deiner Tage unbekannt. Und du wirst glauben und verstehen, alles hatte seinen Sinn. Und du wirst sehen, ich hatte alles in der Hand. Und du wirst glauben und verstehen,
alles hatte seinen Sinn. Und du wirst sehen, ich hatte alles in der Hand. Was für eine starke Auslegung von diesem Wort: Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Dann wirst du staunend mit mir sehen, alles, Ende und Beginn, mir war nicht einer deiner Tage unbekannt. Mich spricht dieses Lied, dieser Text im Moment ganz besonders an, weil er, finde ich, getestet ist durch schwere Situationen unseres Lebens. Weil ich im Moment Freunde habe und gute Bekannte, die Schweres durchmachen und die genau das erleben, was, wenn du nachts nicht mehr schlafen kannst vor Sorge, wenn du nur froh bist, wenn die nächste Nacht geschafft ist und rum ist. So manchen Wegabschnitt können wir nicht verstehen, begreifen nicht, was dahinter steht. Der Glaube streckt sich weit voraus in die Zukunft und nimmt von da seine Ermutigung. Ich lese uns dieses schöne Gleichnis, das Muster unseres Lebens. Gott hat für das Leben eines jeden Menschen ein Muster gewebt, das wie ein Teppich zwei Seiten hat. Die Fäden dieses Musters symbolisieren die Stationen unseres Lebens. Von unten gesehen, also vom Menschen, scheint das Muster wirr, sinnlos, zusammenhanglos. Aber von oben gesehen, aus Gottes Perspektive, hat jeder Knoten, jeder Faden seinen Platz, wird zum harmonischen Kunstwerk unseres Lebens, wie Gott es gewoben hat. Was für uns sinnlos zu sein scheint, wird für Gott zum harmonischen, sinnvollen Bild. Daran lasst uns festhalten. Lieber Vater im Himmel, unser Gebet heute ist ein Gebet besonders für all diejenigen, die schwere und unverständliche Zeiten durchmachen. Für all diejenigen, die sich fragen, was der Sinn dahinter ist, was du mit ihnen vorhast. Und wir beten, Herr, dass du ihren Glauben ganz besonders stärkst, dass du ihnen ganz besonders bewusst machst, dass du sie auch jetzt ganz fest in deiner Hand hältst. Und dass sie sich voller Vertrauen fallen lassen dürfen in deine Hände. Und dass du trägst, auch durch die stürmischen und auch durch die dunklen Zeiten unseres Lebens. Und wenn wir zurückblicken, dann wissen wir uns von dir durchgetragen und erkennen, was wir jetzt noch nicht verstehen. Herr, gib uns diese Ausdauer und dieses Gottvertrauen in dich, dass du gute Pläne hast, auch wenn sich's für uns nicht gut anfühlt. Lass uns dieses Gottvertrauen aufbringen, dass du alles zu einem guten Ende bringen wirst. So beten wir auch heute voller Vertrauen: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Für diesen Tag, für alles, was kommt, seid gesegnet, ihr Starken und ihr Schwachen, ihr Mutigen und ihr Verzagten. Euch allen gilt die Liebe Jesu, der euch lieb hat. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott, der Herr, erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.